Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video stelle ich euch das Parfümkonzept von Uniqlo vor und wie du damit gleichzeitig herausfinden kannst, welches Parfüm perfekt zu dir passt. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Instagram habe ich selbstverständlich auch, dort gibt es aber eher so ein bisschen privatere Einblicke von mir und meinem Hund oder auch Outfit-Posts, also falls dich das interessiert, auch gerne mal abchecken. So Leute, und jetzt freue ich mich, euch das Parfümkonzept Nummer 1 aus Deutschland vorstellen zu dürfen. Uniqlo. Und ich persönlich liebe ja so innovative, smarte Konzepte, egal was es ist, ob es jetzt zum Beispiel Uber ist oder Airbnb, oh, ganz egal, ja. Und Uniqlo gehört auf jeden Fall jetzt auch dazu. Es ist ein mega nices und cooles Konzept. Genau auch wie der Gründer, mit dem habe ich mich hier in Stuttgart persönlich getroffen und der hat mir ausführlich erklärt, wie das Konzept funktioniert. Und ich persönlich habe auch schon Ewigkeiten das gleiche Parfüm, ja. Aber mit diesem Konzept hast du wirklich die Möglichkeit herauszufinden, welches Parfüm perfekt zu dir passt. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Uniqlo ist ein Parfüm-Abo, bei dem dir jeden Monat ein Duft deiner Wahl zugeschickt wird. Und das Geile daran ist, dass du einen riesengroßen Duftkatalog von über 250 Düften hast. Und neben diesen Klassikern gibt es halt auch wirklich Designer- und Luxusdüfte. Und das Ganze kostet 15,95 im Monat, keine Mindestlaufzeit, finde ich persönlich sehr nice, und es gibt auch keine Versandkosten. Und das Geile daran ist ja, wenn du zum Beispiel gerade überlegst, so hey, soll ich mir so einen Luxus- oder Designerduft gönnen, ja, der kostet aber 300 Euro, ich bin mir aber unsicher, das ist halt mega. Du kannst halt bei Uniqlo halt einen Monat lang diesen Duft austesten und dir dann überlegen, hey, habe ich mich in den Duft verliebt oder halt nicht. Und genau das ist auch das Motto von Uniqlo. Erst daten und dann verlieben. Und das halt wie im wahren Leben, ja, finde ich persönlich auch nice, ja, weil mit dem erstbesten Girl, mit dem du rummachst, ja, mit dem wirst du nicht auch gleichzeitig Beziehung führen. Und es ist halt so, ja, ihr wisst, was ich meine, also du musst ja erstmal ein bisschen auschecken, ein bisschen daten, ein bisschen hier gucken, ein bisschen da gucken, ja, passt dies, passt das und wenn es dann mal passt, ja, dann bleibst du vielleicht für ein, zwei Jahre dabei und wenn es nicht passt, ja, dann geht's halt weiter und dann musst du wieder ein bisschen daten, ein bisschen ausprobieren und schaust einfach, ob es passt, ja, schaut euch Leonardo DiCaprio an, ich will nicht wissen, wie viele Girls der Typ schon gedatet hat, ja, und wie viele Beziehungen er schon hatte, also der hat ein Portfolio von Girls, das ist nicht mehr normal, ja, aber ist immer noch nicht verheiratet und ich will nicht wissen, was in between noch so passiert ist, ja, also ihr wisst, was ich meine und genau das, ja, ist halt das Motto von Uniqlo, was ich sehr nice finde. Du kannst halt erst die Düfte daten und dann entscheiden, willst du den Duft haben oder nicht. Und das Geile daran ist, das funktioniert im wahren Leben leider nicht, aber bei Uniqlo ist das möglich. Wenn du dich dann nach einem Duftdate tatsächlich verliebt hast, kannst du diesen Duft halt auch bei Uniqlo erwerben und du bekommst deinen monatlichen Abo-Beitrag als Rabatt auf den Originalduft verrechnet. Mega geiles Konzept. Ich weiß nicht, wie die Jungs das preislich hinbekommen, aber auf jeden Fall ein krasses Angebot. Schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie das Ganze aussieht. Viele Leute sagen jetzt, Daniel, du bist bescheuert, ja, aber ich finde es nice, wenn man eine geile Verpackung hat. Und man bekommt halt die Düfte in so einem Luftpolsterumschlag zugeschickt. Bei mir war es jetzt ein schwarzer Luftpolsterumschlag, der auch gebrandet war. Und in diesem Luftpolsterumschlag ist eine kleine Schatulle. Wenn man die Schatulle herauszieht, dann steht auch mal hinten nochmal drauf, wie das ganze Konzept funktioniert von Uniqlo. Und wenn man die Schatulle dann aufzieht, dann kommt einem der Twist and Spray Zerstäuber entgegen. Also die Düfte kommen in einem sogenannten Twist and Spray Zerstäuber und man kann diesen Twist and Spray Zerstäuber aufdrehen, sprühen und dann wieder schließen. Also super handlich diese Teile, sehen auch sehr schick aus, wie ich finde und kann man auch dann super mit auf Reisen mitnehmen oder so. Also sehr, sehr nice. Für die Männer der Schöpfung gibt es das Ganze in matt, schwarz und silber, finde ich ganz nice. Und für die Frauen gibt es natürlich auch dementsprechend eine passende Farbe. Diese Nachfüllfläschchen kommen übrigens in so einem kleinen Beutelchen und vorne auf den Nachfüllfläschchen steht drauf, welches Parfüm du gerade bekommen hast und du kannst diese Fläschchen halt einfach im Handumdrehen austauschen. Also wenn am Ende des Monats halt dein Twist and Spray Zerstäuber leer ist, in Anführungsstrichen, kannst du das alte Fläschchen herausnehmen, das neue Fläschchen wieder einsetzen, umdrehen, fertig. Und das ist echt super, super einfach, super handlich. Und diese Beutelchen kannst du auch super verwenden, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie unterwegs bist, auf Reisen oder so, kannst du auch den Twist and Spray Zerstäuber reinstecken, zumachen und einfach in den Kulturbeutel legen. Also perfekt zum Reisen. In so einem Nachfüllfläschchen sind übrigens 8 ml drin. Das entspricht 120 Sprays.
Also wenn du jetzt einen ganzen Monat damit auskommen möchtest, kannst du 4-mal am Tag sprühen. Also wenn du jetzt nicht ganz verschwenderisch mit deinem Parfüm bist, solltest du auf jeden Fall damit hinkommen. So Leute, und jetzt werfen wir nochmal einen kleinen Blick auf die Website von Unique. Du kannst dich ganz einfach und easy mit Facebook einloggen und dann siehst du auch schon den Duftkatalog, wo du zwischen Männlein und Weiblein auswählen kannst. Und bei dem Duftkatalog hast du auch verschiedenste Filtermöglichkeiten. Du kannst nach der Marke filtern, nach dem Produkttyp, nach der Duftrichtung, nach der Familie oder nach der Saison. Und für mich persönlich ist es eigentlich am einfachsten, nach der Saison zu filtern. Dann weißt du ungefähr, hey, welche Düfte passen zum Sommer oder zum Herbst oder zum Winter. Das ist eigentlich ganz nice. Und wie am Anfang schon gesagt, du hast über 250 Düfte und auch Luxus- und Designerdüfte. Wenn dir dann ein Duft gefällt, packst du ihn da einfach in den Kalender rein und der wird dir dann im jeweiligen Monat zugeschickt. Du hast dann auch eine super Übersicht, wo du ganz genau sehen kannst, okay, in welchem Monat wird dir eigentlich welcher Duft zugeschickt. So, und das Ganze kann man natürlich auch super verschenken, ja. Also wenn du für deinen Liebsten gerade noch ein Geschenk zu Weihnachten suchst oder zum Geburtstag oder den einfach mal so beschenken möchtest, Unique kann man auch verschenken und ist auch ein mega geiles Konzept zum Verschenken. Also man kann auch auswählen hier zwischen 3, 6 und 12 Monaten. Und ja, wie gesagt, falls du auf der Suche bist nach einem guten Geschenk, jetzt hast du eine gute Idee. Das Ganze soll sich natürlich auch für euch ein wenig lohnen. Mit dem Rabattcode Daniel25 bekommt ihr 25% Rabatt auf den ersten Monat bei Unique. Den Rabattcode findet ihr auch in der Infobox, genau wie alle weiteren Informationen zu Unique. Also, wenn du dir nochmal was gönnen willst oder ein Weihnachtsgeschenk suchst oder deinen Liebsten beschenken möchtest, hast du jetzt auf jeden Fall eine gute Idee. Und du weißt jetzt ganz genau, wie du herausfinden kannst, welches Parfüm zu dir passt. Denn mit Unique kannst du ganz, ganz viele verschiedene Düfte daten und dann entscheiden, welcher Duft zu dir passt. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schreibt auch gerne in die Kommentare rein, was ihr von dem Konzept haltet. Ansonsten wird es jetzt bald weitere Videos von mir geben mit Parfüms. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, ja, dann macht auch gerne einen Daumen nach oben. Whatever. Also macht's gut. Bis dahin. Peace.